Liebe Kolleginnen des Gesundheitswesens, mein Name ist Elisabeth, ich bin Krankenpflegerin und Medizinstudentin. Und ich bin Franziska und ich bin Hebammenstudentin und bei Verdi. Wir stehen heute hier als Vertreterinnen für Gesundheit for Palestine, eine Gruppe von Gesundheitsmitarbeiterinnen, die auf die gezielte Zerstörung des Gesundheitswesens in Palästina aufmerksam machen wollen. Wir sind hier, um am 1. Mai unsere Solidarität mit den arbeitenden Kolleginnen im palästinensischen Gesundheitswesen auszudrücken. Wir sind hier, um ein Zeichen zu setzen für Würde, für Achtung humanitärer Menschenrechte und gegen Unterdrückung und Krieg. Denn während wir hier stehen, sind 35.000 Menschen getötet worden, darunter 12.000 Kinder. Circa 80.000 Menschen haben Verletzungen erlitten. 2 Millionen Menschen wurden vertrieben. Gezielt wurden die größten Krankenhäuser in Palästina, darunter Al-Shifa und das Nasser Krankenhaus, zerstört. Momentan bestehen noch 10 medizinische Einrichtungen dieses Krieges. Infektionen steigen unaufhaltsam an. Hilfsgüter werden systematisch verwehrt. Gezielt setzt die israelische Regierung das Aushungern von Zivilistinnen als Mittel der Kriegsführung ein. Eins ist klar, es gibt keine helfende Infrastruktur mehr für Menschen in Palästina. Ebenso ist klar, es ist kein Krieg, das ist ein Genozid an dem palästinensischen Volk. Es sind keine zufälligen Umstände, denn Israel begeht systematisch Kriegsverbrechen. Wir als Gesundheitsmitarbeiterinnen werden nicht schweigen, wenn gezielt Hilfe verwehrt wird. Wir werden nicht schweigen, wenn Menschen in Unterdrückung leben. Wir werden nicht schweigen, wenn Menschen getötet werden. Wir wollen ein Ende der Zerstörung des Gesundheitssystems in Palästina. Wir müssen als Gemeinschaft unsere Regierung zur Rechenschaft ziehen. Deutschland ist Verursacher des palästinensischen Leids, indem es Israel als zweitgrößter Waffenlieferant unterstützt. Und obwohl sich die humanitäre Lage im Gazastreifen seit Monaten stetig verschlechtert und die israelische Kriegsführung immer stärker in die öffentliche Kritik kommt, gibt die Bundesregierung weiterhin Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter und Kriegswaffen an Israel. Außerdem steckt die Regierung momentan Milliarden in die Produktion von Waffen und in die Aufrüstung. Dieses Geld fehlt dann beim Gesundheitssektor, der kaputt gespart wird. Die Auswirkungen davon erleben wir tagtäglich in unseren Kliniken. Die Bundesregierung sieht aktuell nicht vor, mehr finanzielle Mittel dem Gesundheitssektor zur Verfügung zu stellen. Da sieht man die Prioritäten der Regierung. Für Waffen ist Geld da, für eine adäquate Gesundheitsversorgung nicht. Dieselben Waffen, die in Gaza Zehntausende Menschen umbringen, werden hier auf Kosten der Gesundheitsversorgung und anderen sozialen Bereichen produziert. Dagegen müssen wir uns wehren. Die internationalen Dachverbände von unter anderem Verdi und IG Metall haben sich bereits für einen Waffenstillstand ausgesprochen. In verschiedenen Ländern haben Gewerkschaften zu Blockaden und Streiks von Waffenlieferungen nach Israel aufgerufen. Wir fragen, wo bleibt ein Statement zu Gaza von den deutschen Gewerkschaften? Wir haben bei einer Versammlung der Berliner Krankenhausbewegung von Verdi eine Resolution eingebracht, die sich gegen den Genozid in Gaza gestellt hat. Die Diskussion darüber wurde leider vertagt, aber ich rufe euch alle dazu auf, in eurem Betrieb und unter euren Gewerkschaften Versammlungen zu organisieren und über die Aufrüstung der Regierung und über die laufenden Genozid in Gaza zu diskutieren. Demnächst stehen Tarifrunden in den Häfen und im Metallsektor an, also dort, wo die Waffen produziert und verladen werden. Diese Kolleginnen kommen beim Kampf gegen den Genozid eine Schlüsselrolle zu. Angesichts dessen müssen sich jetzt die Palästina-Bewegung und die Arbeiterinnenbewegung verbinden. Lass uns alle Kriegsindustrie bestreiken. Keine Züge sollen fahren, keine Schiffe sollen beladen werden. Gegen Krieg, Aufrüstung und für eine Ausfinanzierung von dem Gesundheitssektor und Sozialen. Hoch die internationale Solidarität!